Wir stehen hier vor dem umgebauten Nachklärbecken 3 der Kläranlage Aachen-Söhrs. Nachklärbecken sind 300 cm Mediationsbecken, das heißt, der Belebschlamm wird vom Klarwasser, vom gereinigten Wasser getrennt. Die Nachklärbecken soll mechanisch so optimiert werden, dass die Feststoffe möglichst nicht in die Ozonung kommen. Die Becken wurden 1978 errichtet und zum damaligen Zeitpunkt ist die Bodenplatte nur mit einer Rinne abgezogen worden. Wir haben jetzt in diesem Bauvorhaben den Malus von 1978, einen fehlenden Trichter, nachgeholt. Auf diesen Edelstahltrichter haben wir dann ein Edelstahlbauwerk draufgesetzt. Das heißt, das wird in der Fachsprache ein Königsstuhl genannt. An diesem Königsstuhl ist ein adaptives, höhenverstellbares Einlaufbauwerk befestigt. Beide Sachen sind Maschinenbauteile und passen deshalb in den Fertigungstoleranzen gut zueinander. Als diese Arbeiten abgeschlossen waren, haben wir dann die Räumerbrücke aufgesetzt, die dann auf die Schildräumerfunktion umgebaut worden ist. Nachdem die Räumerbrücke aufgesetzt worden ist, werden die Einrichtungen, die den Schlammspiegel messen, an der Räumerbrücke befestigt und mit MSR-Technik verdrahtet, sodass die ganze Konstruktion über das Prozessleitsystem oben auf der Warte aufgelegt werden kann.